Und wie ihr sehen könnt, sie brütet. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch mal den großen Käfig zeigen, den ich euch versprochen habe. Schert euch da hier nicht hier, wie es hier überall aussieht. Ich habe heute wieder Großputztag vor mir und heute sind die Tiere dran. Ihr habt ja kennengelernt, meine beiden Kanaris, noch in der alten Wohnung im kleineren Käfig. Jetzt habe ich einen größeren Käfig. Also der hat eine Höhe, ich glaube, ja, 80 oder 85 Zentimeter hat der auf jeden Fall. Breit ist er um die 60, 65 Zentimeter auf jeden Fall. Tief genug, wie man sehen kann, ist er auch. Und ihr seht ja, also man muss jetzt erstmal gucken, wo sind die überhaupt. Ne? Da oben sitzt der Gelbi, die Shiba. Ich behalte jetzt den Namen Shiba. Bums aus. Fertig. Ich habe hier neue Sachen reingemacht. Erstmal hier dieses große. Ich mache jetzt gerade mal auf. Ich habe vor kurzem aufgemacht. Die wollte nicht mal raus. Hammer, oder? Ich gehe jetzt mal rein hier mit dem Handy. Zeige euch das mal. Seht ihr dieses große, wo ich euch mal gezeigt habe? Das habe ich reingemacht. Da sitzt sie gern drauf. Ein bisschen Spielzeug, obwohl sie da eigentlich nicht so dran gehen. Das wisst ihr ja, Kanaris spielen nicht so gerne. Dann habe ich hier eine große Spirale dran gemacht. Da sitzen sie auch sehr, sehr gerne drauf. Bei dem Käfig sind die Futternäpfe hier, wie ihr sehen könnt, oben und unten schon integriert. Eine Sitzstange, die muss ich jetzt auch demnächst austauschen. Und dann habe ich denen das reingemacht. Und natürlich ist ja klar, was macht natürlich Frau Bienche? Sie hopst rein, holt sich Material vom Boden. Zu dem komme ich jetzt gleich nochmal dazu, sage ich euch gleich nochmal was dazu. Und legt natürlich wieder Eier. Und wie ihr sehen könnt, sie brütet. Ich habe die Eier alle mal angeguckt, was Lichtkalle. Es sind Tiere drin, aber ich denke mal, wieder mal nicht befruchtet. Also ja. Aber sie hat diese Höhle hier genutzt und ihr seht ja das Material. Auch Puderdaunen hat sie genommen und das Material vom Boden und hat hier ein richtig süßes Nest gemacht. Ganz ehrlich, ich sage euch jetzt ganz ehrlich mal was. Ich habe zwar immer gesagt, ich möchte keine Jungtiere. Wenn sie jetzt das wirklich ausbrüten würde, würde ich die natürlich logischerweise vielleicht ein paar vielleicht verkaufen oder verschenken, ich weiß es nicht. Aber ich denke, dass ich ein paar auf jeden Fall behalten würde. Es sind, glaube ich, nur drei oder vier Eier sind es, glaube ich, genau. Also ich denke mal, von der Größe her, ja, Kanaris sind ja so mini. Der Käfig, wie gesagt, noch einmal, ist so riesengroß. Guckt euch das mal an hier. Und ich glaube, da hätte sie sogar zu fünf Platz, ganz ehrlich. Das ist ein Riesenteil. Guck mal, ich habe auch wieder ihre Lieblingsschaukel reingemacht. Da sitzt gerade die Shiva drauf. Auf der Schaukel. Seht ihr? Jetzt ist sie runter. Ja, brauchst keine Angst, habe Maus. Da sitzt sie halt sehr gerne drauf. Und ich habe hier, ich drehe mich jetzt gerade mal, hier habe ich nur frisch gekauft gehabt mal oder beziehungsweise bestellt. Da werde ich mal so Salatblättle oder mal so ein bisschen Grünzeug drauf machen. Das ist auch natürlich gehalten, ganz süß gemacht, mit Schraube zu befestigen. Finde ich ganz toll, sowas. Und die Größe passt genau für Kanaris. Für Wellensittich, denke ich, geht es auch noch, aber Nymphensittich wäre schon, denke ich, schon wieder zu klein. Ich habe ja hier einen integrierten Schrank. Da habe ich schon mal angefangen, bisschen was reinzustellen. Das ist noch ein bisschen durcheinander, wie man sehen kann. Hier das Hauptfutter, muss ich ja den Mäxchen auch da bestellen. Dann so Mineralien, dann die kleinen Steinchen, wo sie dann eben, wo der im Magen dann das Futter verkleinert, das brauche ich auf jeden Fall. Hier habe ich noch ein bisschen von den Megabakterien, nehme sie nicht gern an, ganz ehrlich. Dann habe ich hier ein bisschen Fruchtmesh, kriege es aber nicht oft rein, ist auch so ein Pulver. Dann von denen hier, das fresse ich auch sehr gern, diese roten Hirsen oder rote Sämereien hier, das muss ich mal wieder nachbestellen, haben sie auch fast nichts mehr. Dann haben sie hier Nigersaat drin, ist aber auch im Hauptfutter enthalten, deshalb also wenig zwar, aber ich gebe denen von denen ganz wenig. Dann habe ich hier extra auch mal Flohsamen geholt, kriege Salz auch ab und zu. Dann habe ich hier Eifutter, um, wie gesagt, die Farbe zu erhalten. Hier gelbes, das kriege ich jetzt hauptsächlich, weil ihr habt es vielleicht gesehen, die Shiva ist total weiß geworden. Und hier auch rotes. Und ich habe hier verschiedene
wie nennt man es, so eine Art Heilmittel, heißt es ja. Viele sind da nicht begeistert davon, die sagen, helfen nicht. Es ist so eine Art Globuli. Ich habe das auch für meine Hunde. Und zwar bei Stress und ein bisschen Aufregung. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es wirkt. Und ich bin da echt überzeugt davon. Dreckige Finger. Naja, kommt vor, wenn man die Tiere schafft. Macht nichts. Ich finde die Dinger gut. Kosten nicht wenig. Also so ein Teilchen kostet zwischen 8 und 12 Euro. Ja, 10, 11 Euro. Also um den Dreh immer so um die 10 Euro. Aber ich habe jetzt mal ein bisschen, wie gesagt, man macht ja nicht viel rein. Na, also von dem her immer ins Trinkwasser. Das löst sich dann irgendwann auf. Und also meine Tiere geht's gut. Also bis jetzt habe ich auch alles Mögliche für Zwergkaninchen. Für meine süßen Kleinen. Wer das möchte, mal sehen möchte oder so, den anderen Kanal verlinke ich euch mal geschwind. Hier habe ich dann noch rotes Eifutter. Gebe ich jetzt, wie gesagt, weniger, weil ihr habt ja gesehen, das Schlappinchen ist rot genug. Dann habe ich hier die Transportbox hier. Dann habe ich hier Vogelsand Meeresbrise. Das lasse ich aber mal noch zu, solange ich jetzt hier mal noch auch diese Sache habe, beziehungsweise picke es hier auch mal gern auf. Entschuldigung. lasse ich jetzt mal noch zu und dann werde ich das irgendwann einmal dann auch mit verstreuen. Und jetzt komme ich zum Boden. Und zwar habe ich mir das geholt aufgrund einer Abonnentin, die mich abonniert hat, beziehungsweise ich sie. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich blende euch den Namen ein. Die Abonnentin hat ganz viele tolle Wellensittiche, auch zwei Hunde, so wie ich. Aber die sind natürlich auch toll, hallo. Und sie hat gesagt, das ist einfach ein tolles Material. Ist eigentlich, wie man sehen kann, für viele verschiedene Tiere geeignet. Ich weiß nicht, ich habe einen trockenen Hals, bitte entschuldigt es. Ich habe das gemischt mit ganz normalem Einstreu für Kleintiere und habe das drunter gemischt. Und ihr seht ja, sie liebt es. Sie sind so oft auf dem Boden und picken da drin rum. Auch verteile ich manchmal ein bisschen Körnle drin rum. Leute, ich kann euch das nur empfehlen. Ich hole nur noch das und mische das. Ich hole keinen Vogelsand mehr. Ich hole keinen Vogelsand mehr. Ich habe jetzt, habt ihr jetzt gesehen, das eine Päckchen noch, das wird dann noch ein bisschen verstreut. Und wenn das weg ist, hole ich nichts mehr. Das ist absolut klasse. Absolut klasse. Tut denn auch an der Füße nicht weh. Im Gegenteil, meiner Meinung nach. Ich habe, es gibt ja verschiedene Größe von diesen Stückchen hier. Wartet mal, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Es gibt ja größere. Auch wie zum Beispiel für Papageien oder so. Ich habe halt die kleinere mir bestellt. Und ich, meiner Meinung, ist halt auch die Natur. Es soll natürlich bleiben und es ist einfach, hier steht auch 100% Natur. Es ist einfach, meiner Meinung nach, auch super. Ist genauso, wenn wir Menschen barfuß laufen. Das sollte man einfach öfters machen. Es ist einfach natürlicher, die verschiedenen Untergründe. Das ist genauso bei der Sitzstange. In einem Video verlinke ich euch mal, wo ich euch ein Video, im Video gezeigt habe, auch die verschiedenen Sitzstangen, dass man nicht diese gedrechselte immer nimmt und denkt, und so finde ich das auch mit dem Boden. So, und das ist das Einzige, was ich im Moment hier im Elfers habe. Die anderen Sachen sind alle noch daheim, die werde ich jetzt nach und nach nachholen, damit ich das auch mal wieder austauschen kann. Guck mal, die Shiva. Die passt immer auf, dass nichts passiert. Gell, meine Süße? Ich denke wirklich, dass es ein Weibel ist. Weil wenn es ein Männle wäre, wäre die Dinger befruchtet, die Eier. Dann hätte man schon längst Nachwuchs gehabt. Das ist ja das. Ich gebe mir mal, Leute, wenn ihr mal wüsstet vielleicht, es müsste doch bestimmt jemand geben oder irgendwas geben, wo man die Eier irgendwie bestellen kann im Internet, dass es befruchtet sind. Weil die Schlappinchen, das ist halt schon ein Stress für die Kleine. Und es ist einfach, noch eine Feder, eine kleine. Und es ist einfach doch besser, wenn die einmal dann Kinder hat und das Ding ist erledigt. Ne? Weil sonst, ich sag ja, die hat jetzt in der ganzen Zeit, wo ich die habe, vielleicht 6 oder 7 Mal Eier gelegt. Dann habe ich sie ausgetauscht, lege die künstliche, jo was. Hab die weggenommen, ein paar Wochen später, oder was heißt paar Wochen, eine Woche später, wieder von vorne. Das ist ein Wahnsinn. Selbst wenn ich denen nichts anbiete, an Nester, die finde immer eine Möglichkeit. Und wenn es im kleinsten Napf ist, sitzt die im kleinsten Napf, wo ich hab drin und legt da die Eier rein. Unfassbar. Ja, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt. Ich muss mal gucken im Internet, ob es da irgendwie was gibt. Vielleicht weiß es jemand, gibt mir gerne einen Tipp.
Weil da bin ich wirklich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Naja, auf jeden Fall, ich wünsche euch einen schönen Tag und macht's gut. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ja, meine Süße. Guck, ist das süße Kleine. Hübsche Maus, gell?